Er ist der Pionier der deutschen Sportmedizin. Er ist Arzt, Forscher, Gründer des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin sowie ehemaliger Rektor der Deutschen Sporthochschule und er ist Ehrenpräsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention. Universitätsprofessor Wildor Hollmann. Und sein wissenschaftliches Wirken steht im Mittelpunkt einer neuen Dauerausstellung an der Deutschen Sporthochschule Köln. Auf Initiative der Hochschulleitung wurde das bereits 1995 nach Professor Hollmann benannte Wildor-Hollmann-Forum im Institutsgebäude 2 der Hochschule nun zu einer interaktiven Ausstellungsfläche. Professor Hollmann erklärt, wie die gezeigte Sammlung entstanden ist. Man hat gesammelt, was in Publikationen, in eigenen Büchern vorhanden war. Man ist aber auch zu mir nach Hause gekommen. Nur habe ich gesagt, bitte Vorsicht, was an Wänden liegt und in Schubladen, möchte ich gerne, solange ich lebe, noch sehen. Aber es gab genügend andere Dinge, die man mitnehmen können. Und doch eine ganze Reihe Dinge hier. Neben den vor Ort gezeigten Exponaten ist es Professor Hollmann selbst, der in digitalen Begleitfilm, abrufbar über entsprechende QR-Codes, durch die Ausstellung führt. Zur Eröffnung der Dauerausstellung, die mit Wildor Hollmann ein bewegtes Leben überschrieben ist, würdigte der Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln, Professor Heiko Strüder, das Wirken Professor Hollmanns als Grundstein für das heutige weltweite Renommee der Deutschen Sporthochschule Köln. Die Institutskollegen Professor Hans-Georg Predel sowie Professor Wilhelm Bloch zeigten Meilensteine im Leben des Forschers auf und unterstrichen, welche Relevanz Professor Hollmanns frühe Forschungsfragen noch heute besitzen. Die Präsidentin des Sportärztebundes Nordrhein und DGSP-Vizepräsidentin Professorin Christine Graf unterstrich die große menschliche Wärme, die Professor Hollmann im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sowie den Studierenden hinterlässt. Professor Hollmann begeistert noch heute Studierende an der Deutschen Sporthochschule mit seinen Vorlesungen. Bislang hat er 241 Promotionen und 1200 Diplomarbeiten betreut, 25 Habilitationen sind aus seinem Wirken entstanden. Einen kleinen Einblick in diese außergewöhnliche wissenschaftliche Karriere gewährt jetzt also die Dauerausstellung Wildor Hollmann – Ein bewegtes Leben. Ab sofort im Institutsgebäude 2 der Deutschen Sporthochschule Köln zu sehen. Bliebe im geselligen Treiben der Eröffnungsveranstaltung noch die Frage, was eigentlich Professor Hollmanns Lieblingsexponat ist. Kann ich gar nicht mal sagen, denn zu dem Zweck muss ich die Ausstellung erst mal sehen. Und ich bin nur bisher ein einziges Mal flüchtig durchgegangen für 5 Minuten. Ist also bei mir noch alles offen.